Die COPD ist in erster Linie eine Lungenerkrankung. Wow, echt? Sieh mal an. Stell dir einen Baum vor. Tränen auf den Kopf. Boom! Lunge. Also, Trachea, Bronchien, die verzweigen sich immer weiter wie Äste, werden immer kleiner, dann heißen sie Bronchioli. Und am Ende sind quasi die Blätter, also die Alveolen. Die Alveolen kannst du dir vorstellen als so kleine Luftballons. Die haben den Zweck, die Gasaustauschfläche, also die Fläche für die Sauerstoffaufnahme und die CO2-Abgabe zu vergrößern. Würdest du alle Alveolen, die wir haben, das sind ungefähr 300 Millionen pro Kopf, würdest du die auseinanderlegen nebeneinander, hätten wir eine Fläche wie ein Tennisplatz. Unsere Lunge ist die ganze Zeit mit der Außenluft in Kontakt. Die Außenluft ist in der Regel kalt, trocken und da sind irgendwelche Partikel oder Bakterien schlimmstenfalls drin, die wir nicht so gern bei uns in den Alveolen hätten. Damit das nicht passiert, haben wir ein Flimmerepithel. Das Flimmerepithel zieht sich wie ein dichter Rasen von der Trachea in die Bronchien rein bis kurz vor die Alveolen und das sorgt halt dafür, dass die Luft angewärmt, befeuchtet und gereinigt wird. Dieses Flimmerepithel mit den Flimmerhärchen liegt in einer Flüssigkeitsschicht, die von den Becherzellen produziert wird. In dieser Flüssigkeitsschicht können diese Härchen Richtung Rachen schlagen und auf dieser Flüssigkeitsschicht liegt noch ein bisschen Schleim. Auf diesem Schleim haften dann irgendwelche Partikel oder Bakterien, die wir nicht so gerne in den Alveolen hätten. Und durch den Zilienschlag, so heißt es, wird das Zeug Richtung Rachen transportiert und wir schlucken es am Ende runter. Dieser Vorgang nennt sich mukoziläre Clearance. Sollte dieser Vorgang nicht ausreichen, haben wir noch was uns helfen kann, und zwar die tussive Clearance. Das ist das Husten und Niesen, das diesen Reinigungsmechanismus noch unterstützt. Schaffen es doch irgendwelche Krankheitserreger bis in die Alveole, hat die Alveolar Makrophage ihren großen Auftritt. Das kleine Ding da. Und zwar frisst es, vereinfacht gesagt, sämtliche fremden Stoffe und Bakterien und leitet diese dann von der Alveole weg. Die Alveole selbst, wie gesagt, kann man sich vorstellen wie so einen kleinen Luftballon, aber die Alveolen hängen wie so Weintrauben in der Lunge und sind über elastische Fasern mit dem umliegenden Gewebe verbunden. Und jedes Mal, wenn du einatmest, werden die Alveolen auseinandergezogen, die Luft wird reingesogen sozusagen. Und beim Ausatmen sorgen diese elastischen Fasern, dass diese Alveolen und das Endstück der Bronchioli nicht zusammenfallen, sondern offen bleiben. Dafür brauchen wir die elastischen Fasern. Die COPD beeinflusst unsere kleinen Atemwege, also die Bronchioli und die Alveolen. Die Bronchioli neigen dazu, sehr, sehr eng zu werden und im schlimmsten Fall zusammenzufallen. Und unsere Alveolen werden kaputt gemacht bei der COPD. Und anstatt so schöne Weintraubenreben dort zu haben, die eine große Gasaustauschfläche haben, haben wir nur noch große Höhlen mit wenig Gasaustauschfläche. Rauchen ist immer noch der Risikofaktor Nummer 1 für eine COPD und die häufigste Ursache dafür. Warum? Beim Rauchen setzt du eine Entzündung in deinen Atemwegen und es zerstört dein Flimmerepithel. Die Stoffe in dem Rauch machen dein Flimmerepithel kaputt. Der Körper kann das Flimmerepithel nicht wieder aufbauen. Aber was er machen kann, ist, dass er die Schleimproduktion steigert und mehr Becherzellen produziert. Mehr Becherzellen bedeutet mehr Schleim. Aber dadurch, dass du kein Flimmerepithel mehr hast, fällt dieser Schleim zurück. Er staut sich am Ende unten kurz vor den Alveolen in den Atemwegen und das ist der erste Teil der Verengung. Das merken COPDler oder Raucher daran, dass sie vermehrt husten müssen. Weil, wie ich schon gesagt habe, das ist ja die nächste Stufe unserer Atemwegsreinigung, dass wir husten oder niesen. Und um den Schleim da rauszukriegen, bleibt dir nichts mehr anderes übrig. Hält dieser Husten lange an, kommt das nächste Problem. Wir haben in der Trachea, in den Bronchien und bis kurz vor den Alveolen Knorpelspangen um die Atemwege herum. Diese Knorpelspangen sorgen dafür, dass die Atemwege nicht zusammenfallen können. In den kleinen Bronchien hast du das nicht mehr. Da hast du einen Muskelring um den Bronchus drum. Und dieser Muskelring zieht sich jedes Mal zusammen, wenn du hustest. Was passiert mit dem Muskel, den du die ganze Zeit benutzt oder öfters benutzt und belastest?
Er wächst, er wird dicker. Den Effekt kennen wir vom Training. Aber wenn dieser Muskel dicker wird, dann wird das Lumen, durch das die Luft kommt, kleiner. Und dann kommt es wieder zur Verengung. Das ist aber nicht der einzige Grund da unten, sondern Abwehrzellen wandern ebenfalls noch in den Bronchus ein und verengen ihn zusätzlich, weil ich meine, da muss ja irgendwie mehr Platz gemacht werden für die Abwehrzellen. Und die kommen dadurch dahin, dass wir halt eine Entzündung an dieser Stelle haben. Und zwar die ganze Zeit. Nebenbei spielt der Sympathikus noch eine Rolle. Der Sympathikus ist einer unserer großen Nervenleitsysteme. Und der sorgt dafür, dass die Spannung in dieser Muskulatur dort unten die ganze Zeit erhöht ist. Und das sorgt wieder dafür, dass sich die Atemwege da unten verengen. Das alles führt zur Obstruktion. Nochmal zur Wiederholung. Abfall der mukozellulären Clearance. Wir haben zusätzlich viel Schleim, was unsere Atemwege eng macht. Wir haben Abwehrzellen, die in die Bronchialschleimhaut einwandern und sie eng machen. Der Sympathikus sorgt dafür, dass die Spannung in dem Muskel größer wird und ihn eng macht. Und der Muskel selbst, der überstrapaziert wird, verschließt die Atemwege zusätzlich noch. Das war der erste Teil, die Verengung. Jetzt schauen wir uns an, wie das Emphysem entsteht. Aus den 1960ern gibt es eine Theorie. Das ist die Theorie der Proteasen und Antiproteasen. Unsere Lungenbläschen sind gezwungenermaßen die ganze Zeit mit der Außenluft in Kontakt. Und damit sie die ganzen Stoffe, die da unten ankommen, platt machen können, haben wir einerseits die Alveolarmakrophage dort, aber auch sogenannte Proteasen. Proteasen sind eiweißspaltende Stoffe. Und zwar kommen die dahin durch die Abwehrzellen, die Leukozyten, beziehungsweise einen speziellen Teil davon, die neutrophilen Granulozyten. Die geben diese Proteasen in die Alveole ab und die attackieren dann fremde Partikel, um sie kaputt zu machen, die aus Eiweiß bestehen. Das Problem ist bei der Sache, dass unsere Alveole selbst ja auch aus Eiweiß besteht. Und die machen keinen Unterschied, die greifen die Alveole auch an. Die Proteasen sind aber auch dafür zuständig, unser altes, abgestorbenes Lungengewebe zu zersetzen. Irgendwas muss jetzt die Protease aufhalten, damit sie unsere schönen Alveolen nicht kaputt macht, beziehungsweise diese Verbindungsstücke, diese elastischen Fasern bei der Alveole. Und dafür haben wir die Antiproteasen. Die Proteasen und Antiproteasen halten sich in der Regel im Gleichgewicht. Die wichtigste Antiprotease ist das Alpha-1-Antitrypsin. Alpha-1-Antitrypsin hemmt 80% der Proteasen und ist damit der wichtigste Player da unten, der dafür sorgt, dass unsere Alveolen auch bitte schön da bleiben. Inwieweit ist das jetzt wichtig fürs Emphysem? Ich habe ja gesagt, Rauchen führt zu einer Entzündungsreaktion. Was passiert dann bei einer Entzündungsreaktion? Abwehrzellen wandern dorthin, wo die Entzündung ist. In dem Fall die neutrophilen Granulozyten Richtung Alveole. Und die schütten dann brav immer mehr Proteasen aus, weil dort ja eine Entzündung ist. Das nächste Problem ist, dass die Antiproteasen durch das Rauchen zerstört werden. Das heißt, ich habe einen Überschuss an Proteasen, eiweißspaltenden Stoffen und zu wenig Stoffe, die diesen Vorgang aufhalten. Und am Ende werden diese Verbindungen in der Alveole zerstört, die Alveolarwände selbst. Und anstatt diesen schönen Weintraubenreben, die da runterhängen mit hoher Gasaustauschfläche, haben wir nur noch so große Höhlen und wenig Gasaustauschfläche. Es gibt noch eine andere Sache, die dafür zuständig ist, dass ein Emphysem entsteht, und zwar die freien Radikale. Von den freien Radikalen hat mit Sicherheit jeder schon mal was gehört, aber nur sehr wenige wissen, was das eigentlich ist. Freie Radikale sind Abfallprodukte unseres Stoffwechsels oder werden durch Umweltgifte aufgenommen, wie zum Beispiel durch das Rauchen. Mit einem Atemzug beim Rauchen nimmt der Raucher 100 Billionen freie Radikale zu sich. Normalerweise müssen unsere Zellen ca. 10.000 dieser Angriffe am Tag überstehen. Die freien Radikale sind hochreaktive Teilchen, die unsere Zellwände schädigen, aber auch unser Erbmaterial. Das Gegenmittel gegen die freien Radikale sind die sogenannten Antioxidantien, und zwar zum Beispiel Vitamin A, C oder E. Wie wird aus einem Molekül ein freies Radikal? Bei Stoffwechselvorgängen zum Beispiel oder durch Umweltgifte
verliert ein Molekül, ich habe mal eins aufgezeichnet, also Atomkern und Atomhülle. Und im Atomkern haben wir die Protonen und die Neutronen. Und auf der Hülle fliegen die Elektronen rum. Und wenn jetzt ein Molekül, ein Elektron verliert durch diese Stoffwechselprozesse, wird es zum freien Radikal. Es hat aber keinen Bock, ein freies Radikal zu bleiben. Also was macht es? Es holt sich aus einem anderen Molekül sofort ein Elektron raus, unabhängig davon, ob es ihm schädigt oder nicht. Dieser Vorgang nennt sich Oxidation. Folge der Oxidation sind veränderte Proteine und zerstörte Zellwände. Wenn diese Oxidantien ein ertragbares Ausmaß übersteigen, spricht man von oxidativem Stress. Die Antioxidantien sind dafür da, dass sie diesen Stress minimieren. Und zwar machen die Folgendes. Das freie Radikal muss nicht von irgendeinem anderen sofort das Elektron rausreißen, sondern die Antioxidantien geben es ihm freiwillig ab. Ich habe ja gesagt, durch das Rauchen kommen 100 Billionen freie Radikale zu uns rein. Das bedeutet, wir haben vermehrt oxidativen Stress, zu viele Oxidantien, zu wenig Antioxidantien. Die führen dazu, dass unsere Alveolarwände zerstört werden, diese elastischen Fasern ebenfalls, und es kommt zu einem Emphysem. Emphysem ist gekennzeichnet dadurch, dass unsere Fasern, die die Atemwege offen halten, kaputt gemacht worden sind. Einatmen haben wir noch kein Problem. Wir atmen ein, die Alveolen gehen auf und es kommt zum Gasaustausch. Beim Ausatmen passiert Folgendes, und zwar sogenanntes Air Trapping. Die Luft geht problemlos rein, aber beim Zusammenfallen der Lunge, wo die Rückstellkräfte wirken, halten diese elastischen Fasern die Bronchiolis hier oben nicht mehr offen, sondern die fallen zusammen, weil keine Elastizität mehr da ist. Und die Luft bleibt dort gefangen. Unser Residualvolumen steigt mit der Zeit an. Das ist das Volumen, was du nicht ausatmen kannst. Und am Ende kommt es zur Überblähung der Lunge. Ganz klar, ich atme immer mehr Luft rein, aber ich bekomme sie nicht mehr raus. Durch die Überblähung, durch die Proteasen und durch den oxidativen Stress werden diese Halteverbindungen, die zwischen diesen weintraubenartigen Reben sind, kaputt gemacht, und wir kommen am Ende zu diesen riesigen Höhlen, die nur noch sehr wenig Gasaustauschfläche bieten. Der Prozess ist schleichend, ja, du wirst nicht auf einmal deine Gasaustauschfläche verlieren. Es kommt nämlich dazu, dass über die Zeit, Jahre hinweg, dein Sauerstoffpartialdruck fällt und dein Kohlendioxidpartialdruck langsam aber sicher ansteigt. Und hier kommt die Erklärung, warum die COPDler an ein erhöhtes CO2 gewöhnt sind. Denn über die Jahre hinweg haben sich ihre Rezeptoren fürs CO2 daran gewöhnt, dass es immer wieder ein bisschen höher geht, und reagieren nicht mehr auf das erhöhte CO2, sondern die Atmung eines COPDlers wird überwiegend über den Sauerstoffmangel gesteuert und nicht über uns Gesunden über den Kohlendioxidanstieg. Am Ende verursacht die COPD lebensbedrohliche Komplikationen, die in einem Herzversagen münden können. Das war's. Ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen näher bringen, wie die Pathophysiologie bei der COPD ist, wie das alles funktioniert. Mein Name ist Lukas Maksimowski, Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege. Ich wünsche euch einen ruhigen Dienst. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir bitte in die Kommentare. Wenn ich irgendwas besser machen kann, schreibt mir das bitte auch rein. Ich freue mich auf Feedback. Bis dann. Ciao.